meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zu einer jungen Frau, die sehr erfolgreich bei Viva sich den Wolf moderiert. Das gefällt mir heute. Sich den Wolf moderieren. Man sieht sie sehr häufig, sie macht interaktiv und alle anderen Sendungen auch bei Viva. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber werde ich ja gleich erfahren. Und heute bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, Sarah Kuttner. Was ist das denn? Stundenlang habe ich in der Küche gestanden und einen Burger für dich geschnitten. Du hast einen Burger für mich geschnitten? Das ist so nett. Das sieht aber so aus, als hättest du dir einen großen gekauft und den außenrum abgegessen. Ja? Der soll für die Dinger hier sein. Ach, für meine Fleischfressenden Pflanzen? Ja. Aber ich glaube, der ist noch zu essen das Brot. Nee, ich dachte, ich kaufe das vor. Du kannst das vorkaufen und dann gibst du das den... Vor, ist doch kein Ding. Ah, da freue ich mich aber. Schön, was ihr alles tut, ihr jungen Dinger heute. Ja? Für einen Erfolg, ne? Mhm. So. Zeig's aber nicht, wie es aus dem Mund rauskommt. Nee, bitte nicht, komm. Raufspucken wäre auch super. Nein, wir sind hier nicht bei Viva. Nein, geh weg jetzt hier. Wenn wir nicht da draufspucken, wir sind hier nicht in Recklinghausen. So. So, jetzt. Und? Rein? Das ist natürlich viel zu groß. Die Pflanze ist ja völlig überfordert. Nee, das kannst du, wenn bei dir einer kommt und sagt, hier ein ganzes Schwarzwälder Brot. So. Oh, ich esse unheimlich viel. Ich würde das machen. Ja, da würdest du auch Mund nicht mehr zukriegen. Habe ich das richtig gesagt? Du moderierst nicht den Wolf. Ja, Wolf. Du machst interaktiv und was machst du noch alles? Ja, interaktiv denn noch? Ja, siehst du? Interaktiv nur? Nein. Ja, wirklich. Ich sehe dich doch abends im Fernsehen, ich sehe dich mittags im Fernsehen, ich sehe dich morgens im Fernsehen. Bist du sicher? Ja. Letzten Abend noch mit Shaggy, mit meinem Ja, das ist ja auch interaktiv. Interaktiv Spezial heißt das. Ah, das ist Interaktiv Spezial, ja, siehst du, das die machen aber enorm Spaß. Das sind ja immer so Aufzeichnungen. Dann besuchst du die Leute und gehst mit denen spazieren, oder was? Mit Shaggy waren wir ja im Zoo erst. Das war überhaupt total verworren, weil alle Leute meinten... Ach, und dann haben die gesagt, nein, den nehmen wir nicht? Oder was haben die gesagt? Wir wollten eigentlich schön Wellness machen. Ja. Und dann wurde uns gesagt, dass Shaggy das doof findet und lieber ein Zoo will. Und es hat halt gepisst und das ging halt überhaupt nicht so. Nein. Und dann meinte Shaggy, was ist denn das für ein Scheiß, ich will lieber Wellness machen. Und dann haben wir danach Wellness gemacht. Du warst mit Shaggy Wellness machen? Was hast du, was habt ihr denn gemacht? Whirlpool? Habt ihr euch das auch im Whirlpool gesetzt? Wir haben ein Interview das Ding ist ja dass Shaggy mich halt, viele Frauen würden denken, ist sie ja behämmert, dass sie das nicht super findet. Aber er hat mich, und das macht er wahrscheinlich sowieso mit jedem, komplett angemacht. Und am Anfang dachte ich so, das ist ja enorm geil, Shaggy macht mich an, der findet mich irgendwie super. Nee, hat er mich auch angemacht, da muss hier nichts bei Und irgendwann hatte ich halt echt Angst, ne? Der hat dann auch so angefangen, mich anzufassen. Und wieso hat so, denn? Das ist doch sein Recht. Er ist schließlich der Shaggy. Ist der Mr. Und hat so an meinen Haaren gegriffen und irgendwann habe ich so vor ihm moderiert, er so hinter mir. Und dann fing er so an, so aber zu machen. Ich habe das ja gesehen, ja, im Fernsehen. Das konnte man ja sehen bei Viva. Und ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, es gefällt dir sehr gut. Gut, das heißt ja, mein also. Job, ne? Das ist mein Job. Da haben wir's. Nee, ich war tatsächlich überfordert. Das glaubt man mir mal nicht. Das war mir zu offensiv. Ich habe irgendwann echt Schiss bekommen. Also wirklich Schiss. Aber ist ja netter Shaggy. Ja. 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 Kann toll singen. Wer singt ja nicht? Ja, der toastet. Ja. Was da mal, Macht der das dann auch, wenn die Kamera aus ist? Nee. Kommt so weißt du selber? Sarah. Nee, der hat dann eher so angefasst. Bist du gerade ein bisschen knutschen? Aber er wollte, dass ich mit nach Köln komme. Wir haben ja in Berlin gedreht und dann meinte er immer, you and me, Cologne. Und ich so, nee. Ja, let's talk. Ja, der mochte dich einfach. So. Das ist doch schön. Ja, ich habe mich auch so gefreut. Kennst du übrigens das Video, was ich mit Shaggy gemacht habe? Ja, ne? Natürlich. Ja, natürlich kennst du das. Hier, das ist auf unserer neuen DVD drauf. Die kannst du haben, die schenke ich dir. Aber sind sensationelle Sachen drauf, wirklich. Hier sind 400 Minuten Material drauf. Hier ist übrigens die erste Sendung von TV Total, die wurde noch nie ausgestrahlt. Ja. Des Weiteren. Woher weißt du das? Ich habe gestern die Sendung gesehen. Ach, du hast gestern die Sendung, hab ich das schon mal gesagt? Das ist auch viel schöner, wenn jemand das für dich erklärt. Dann sieht das nicht so aus, als wenn du deinen eigenen Scheiß verkaufen willst. Was ist noch drauf? Das Video natürlich, dann die ganze Wahrheit über Stefan Raab, Genau. Das weiß ja kaum jemand. Und? Dann die komplette Urversion von... So, meine Damen und Herren, was haben wir... Doch, nein, du kannst ja nicht geschenkt bekommen. Hier. So, was wollte ich sagen? Weihnachten steht vor der Tür. Hast du schon Geschenke gekauft? Nee.
Gott sei Dank, bei uns zu Hause gilt das immer so, die Kinder kriegen Geschenke, ich gelte noch als Kind, aber die Erwachsenen schenken sich untereinander nichts. Und da gelte ich für mich dann wieder als Erwachsener, also ich kriege nur. Aha. Was ist, was war dein Lieblings-Popstar bei Viva, den du jemals getroffen hast? Also am sexiesten, ja, fand ich den Sänger von Incubus. Den habe ich vor einem Jahr in New York getroffen und ich fand den so super, dass ich mich halt komplett blamiert habe beim Interview. Ich war ja letzte Woche auch bei dir in der Sendung, ne? Ja, also und dann habe ich ihn getroffen in New York. Wer war jetzt der Brandon von Incubus. Wen fandst du am besten? Ja, das ist der Sänger von Incubus. Ach so, im Endeffekt. Ich war ja letzte Woche auch bei dir in der Sendung, ne? Du verstehst mich nicht. Ey, ich habe dir so ein Kompliment gemacht in der Sendung, ne? Und du hast das total ignoriert. Ich habe gesagt, dass du eine enorm süße Lache hast. Echt? Ja. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass du eine enorm dreckige Lache. Nee, die ist wie so eine kleine Jungenlache. Nur irgendwann fängst du dann erst lachst du und dann machst du irgendwann so. Und das finde ich total, ne? Da will man dich am liebsten umarmen. Also, ne? Aber was mache ich? Ich finde, ja, die ist nicht sexy, aber die ist süß. Nimmst du so, dass Drogen? Man so, oh, machen Nein, will bei dir. Oder? Wollen wir mal hier erklären, dass Oasis die langweiligste Band der Welt ist? Ich finde die ja erst jetzt seit neuestem langweilig. Ich finde, dass die ja, ich find ein paar die auch schöne Sachen gemacht ich haben. Seit vorgestern finde ich die langweilig. Seit er sich geprügelt hat. Seit sie sich wieder prügelt. Das ist doch nur wirklich, das ist ja so langweilig. Eine ja. Rockband, ja, die das Image haben, sich ständig zu prügeln. Und dann gerade eine wie Oasis, die sich auch ständig prügeln. Ja. Ich fände es jetzt zum Beispiel absolut spektakulär gefunden, wenn die sich nicht geprügelt hätten. Ja? Ja, aber was machen die? Das ist die Notbremse. Wenn sich die Platte nicht verkauft, musst du wenigstens das Prügel-Image noch aufrecht. Verkauft sich die Platte nicht von Oasis? Ich glaube nicht so gut. Sich geprügelt, ja, und dann ja. In München, ja. Ja, und dann irgendwie nicht mit irgendwelchen Deutschen, sondern auch nur mit so kleinen Italienern, ja? Ey, das habe ich noch nicht mitbekommen. Mit ja, da ist einer von den beiden ist auf irgendeinen Tisch von Italienern draufgefallen. Die Italiener haben gesagt, hey Mama, geht's mal weg da, ja? Und dann hat er gesagt, hier, komm, ein paar in die Fresse, ja? Ja. Und dann haben die Italiener, er hat, glaube ich, zwei Schneidezähne verloren, oder? Liam. Liam? Ja, ist Liam das der Sänger, da immer, ja. Der immer so steht beim Singen? Ja. Das ist Liam? Ja, ja, ja. Zwei Schneidezähne verloren? Mhm. Ja, wenn du den siehst, ich habe ein Geschenk. Ja. Wow. Da fehlt noch einiges. Da ist wahrscheinlich der Italiener gekommen und gesagt, welche war der Bade? Entschuldigung. Hast du die noch nie im Interview gehabt? Oasis? Hast du die schon mal im Interview gehabt? Nein, um Himmels Willen, die sind mir einfach zu langweilig. Ja. Das ist mir, ich hab da, was sollen die hier? Ja, aber die machen vor allem auch nicht mit ich jedem Interview. Ich stelle mir vor, wie will der denn hier sitzen? So, oder was? Oder ihr würdet euch prügeln, ja. Das wäre auch super. Ich finde Prinz viel besser. Ja. Ich mag Prinz überhaupt nicht. Wie, du magst Prinz gar nicht? Mein Freund ist großer Prinz-Fan, also richtig großer Prinz-Fan. Dein Freund ist Prinz-Fan? Ja. Oh. Und ich finde ihn ganz schrecklich. Ich habe ihn neulich bei Interaktiv... Ja. Nein. bei Interaktiv stand ewig lange so ein Prinz-Pappaufsteller rum, so Originalgröße, 90 cm oder so. Originalgröße, ja. Und, aber echt, das ging mir auch nur bis hier. Und ich habe das, also mein Freund wohnt in Hamburg und ich wollte ihm das irgendwie zukommen lassen und habe das jetzt gemacht. Und jetzt haben wir den schön mit so einer Lichterkette garniert, steht jetzt im Wohnzimmer bei meinem Freund. Ja, echt, so außenrum, das sieht super aus. Ja. Ja. In einem widerlichen, so weißen Nylon-Anzug. Ne? Geil. Also er geht halt so ein bisschen oben, dann ist hier so auf Bauchnabelhöhe ein Loch. Geil. Und es geht wieder zusammen und hier nochmal auseinander. Sensationell. Ganz schrecklich. Das ist aber so super. Aber im Ernst, ich finde ihn so hässlich, dass ich ihn fast schon wieder super finde. Also den Aufsteller natürlich nur. Den Aufsteller, ja, ja klar. Nicht den Freund. Bin ich dein Freund. Ich habe mir sagen lassen, dass der sowieso nicht so kommerziell drauf ist, hat mein Freund gesagt. Ja, der also der macht Konzerte, nicht viel Promo. Aber Platten wird man nicht mehr... Doch, der macht einige Platten. Ich glaube, wenn man in so einem Fan... Oh, jetzt bringt mich mein Freund um, wenn das falsch ist. Aber in so einem Fanclub ist, da zahlst du, keine Ahnung, 100 Dollar für ein Jahr. Ja. Und dann kriegst du jeden Monat Musik. Also auch richtig. Was? CDs und MP3s. Vom und unveröffentlichtes Zeug, ja. Wie, der sitzt zu Hause und macht nur noch Internet? Ja, der will halt, ich glaube, er hat keinen Bock mehr auf so groß. Also vielleicht weiß er auch einmal, dass die Leute ihn nicht mehr kaufen würden. Ja. Und deswegen verschenkt er das, keine Ahnung. Ja, super. Was ist dein Lieblingslied im Moment? Ich höre in letzter Zeit, ich bin ja so jemand, der Sachen immer 10-mal hintereinander hört. Ja. Wenn ich das Lied hörst super du auch finde, das, noch was mal. So bei Viva läuft, auch zu Hause hin und wieder mal? Manchmal. Das Schlimme ist, dass man so ein bisschen, die Musik ist ja, also sagen wir mal, durchwachsen. Ne? Und dann dadurch, dass man da arbeitet, ne, ja. Hört man die aus Versehen dann total gerne. Also so Sachen, die man eigentlich nicht super finden möchte, findet, da wackelt Wieso? Man dann was doch du denn dabei. Nicht super? Naja, also... Oli P? Ich hatte mir, ja, ist das, geil. Genau, das ist ein Nothing's Ding. Nothing's gonna change, dann, dann nehme ich mir dann immer vor, das eigentlich echt doof zu finden. Und wenn ich das dann aber zum zehnten Mal anmoderiert habe, kann ich es mitsingen. Ja, Oli P ist übrigens, wann ist Oli P hier? Nächste Woche? Übernächste Woche ist Oli P hier. Nothing's gonna change, mein Love. Wie das? Und wann kommt Janet Biedermann? Gar nicht? Wieso?
die ist immer bei uns. Ja, warum kommt die nicht hierher? Wir haben die noch nie verarscht. Ich habe schon 2 ganze Sendungen mit ihr gehabt. Und wie ist Janett? So 3-Stunden-Sendung. Wie ist sie so? Ich habe die noch nie persönlich kennengelernt. Ich, ganz ehrlich, ich finde sie total niedlich. Ja, also. Ganz süß, aber. Kannst du ihr nicht mal sagen, wann ist sie das nächste Mal da? Sag sie ich. Sie war letzte Woche, hast du nicht gesehen. Die war einen Tag vor dir oder so da. Die war einen Tag vor mir bei Viva? Ja. Warum sagt denn das denn keiner? Montag, also 2 Tage. Hätte ich ja mal kommen können. Ja. Come, baby, rock my life. Die ist aber echt eine ganz Liebe. Ja? Ja. Auch ähnlich groß wie Prinz, oder? Ja, auch ähnlich groß wie ich. Ja, wieso? Du bist doch gar nicht so klein, 1,60. 1,60? Eigentlich nur 1,59, aber ich habe der Tante vom hier Personalausweis, Machbüro oder wie das heißt, gesagt, dass ich 1,60 bin. Sie hat auch nicht nachgemessen. Ach so, schreiben die es einfach rein? Da kannst du ein bisschen schummeln. Kannst du auf jeden Fall so 2-3 Zentimeter kannst du drauflegen. Ja, ich habe 2,30 reingeschrieben. Ja. So, dann, was hast du als nächstes vor? Wer kommt als nächstes? Welcher große Star kommt als nächstes zu dir? Ich habe dieses Jahr gar nicht mehr Interaktiv, glaube ich. Ach so. Obwohl, wir haben noch Winteraktiv. Winteraktiv? Ne? Winteraktiv, ja. Da sind wir in einem unheimlich geheimen Ort irgendwo in Deutschland und da warten uns auch noch diverse Gäste. Da ist, glaube ich, auch, Jeanette weiß ich gar nicht, aber Oli P. ist da, Ben, ne? All unsere lieben Stars. Alles, was man sich wünscht. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg, frohes Fest. Ja, vielen Dank. Fest und Dankeschön. Guten Rutsch ins neue Jahr. Lass den Burger hier. Lass den Burger hier, den isst gleich noch unser nächster Gast. So, das war's mit Sarah Kuttner. Vielen Dank, Sarah Kuttner, meine Damen und Herren.